Du bist der Kameramann für Sarah. Ja, weil mein Schatzi nicht dabei ist. Oder? Nee, heute bin ich das. Heute bin ich der Schatzi. Oh, das gibt Ärger. Piep, piep, piep. Wer macht mich heute fertig? Ist das heute anders als sonst? Nein, eigentlich nicht. Noch nein. Was hast du denn schon? Also wir haben ja, wir waren ja vor ein paar Wochen bei Nils, bei Aquado Zoo. Und da haben wir für YouTube zwei Videos gedreht. Einmal den 30 Liter Complete und einmal den 35 Liter Nanotank. Und ich hatte ja eben einen Workshop. Und ja, da konnte ich leider nicht zugucken. Problem. Leider. Und da haben wir uns gedacht, diese Aquarien können die Leute live hier auf der Messe sich anschauen. Ich habe eben im Workshop dieses Aquarium nachgebaut. Cool. Mit einer Einkaufsliste quasi. Und die Leute kriegen dann auch noch auf das Aquarium ein bisschen Rabatt. Und morgen werde ich dann den 35er einrichten. Schön. Sehr schön wieder die Pflanzen und die Kombination. Ja, es ist ein Basic-Aquarium, wirklich einsteigen. Hier ist Thema komplett. Wann habt ihr das gescaped? Das hatte ich vor 2 Monaten eingerichtet. Okay. Und das Video, im Video, das war vor, keine Ahnung wann. Ja, wir machen hier ein bisschen Doppelfilm hier jetzt für meine Zuschauer, ja, genau. Die wissen gar nicht, was jetzt hier gerade... Behind the scene, ja genau, hier. Behind? So. Ja. Jetzt müssen wir gucken, wie der Ton wird nachher, aber ja gut. Ja, richtig schön. Perfekte Garnelenbecken. Ja, das ist ja auch Thema Einstieg in die Nano-Aquaristik. Und gerade der 30er für Garnelen, wo sie sich zurückziehen können. Sie können unten im Gras können sie schön weiden. Mhm. Und es gibt immer was Neues zu entdecken. Schön mit unserem neuen Bio-CO2 betreiben wir, sind die Aquarien auch gewachsen. Genau. Ich denke nach, das Ergebnis kann sich auch nach 8 Wochen ja schon sehen lassen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich tut mir leid, ich muss so lachen, weil er hier so rumhampelt, der René. Ja, Spaß muss sein, oder? Ja. Ist doch kein ernstes Thema. Sind wir hier auf der Beerdigung? Ich glaube nicht, oder? Nein. Nein, wir sind nicht auf der Beerdigung. Super. Ja, und ihr habt auch da wieder den coolen kleinen Heizer. Genau, genau. Unser Nano Heater Kompakt. Mhm. Den haben wir auf der Intert Zoo schon mal gesehen. Genau, haben wir dir mal mitgegeben. Den haben wir ja in 30, in 35, 50 und 70 Watt. Ansonsten gibt es im Moment nichts Neues. Nee. Alles beim Alten, das neue Design. Genau. Allrounder wie E und J. Genau. Und genau, ein paar coole Highlights. Also das mit dem Kurs ist natürlich cool. Genau. Dass die Leute auch gerade die Anfänger das einfach nachbauen können. Und auch mal sehen können, wie das dann schon cool. Sich entwickelt. Ja. Und wie sowas dann auch wirklich aussehen kann. Sehr schön. Ja, ich war ja gestern schon oben bei deinem Aquarium. Genau. Bei dem Hingucker. In privater Mission. Ja. Ja, aber stehen da schon Ergebnisse fest jetzt? Oder nein, sind die ich noch glaube, dabei? Im Moment sind gerade die Jury gerade dran zu bewerten. Ah. Und morgen um 14 Uhr ist, glaube ich, sie geben. Oh, da bin mal ich gucken, gespannt. Alle da mal die Daumen drücken. Ja, ich drücke dir die Daumen. Danke. Ja, vielen Dank. Dann ziehen wir mal weiter. Wir ziehen weiter. Dann gehen wir mal zu Benjamin, zu Wilhelmi. Gucken, wo er steckt. Wenn er gerade Zeit hat. Da steht er. Komm, wir gehen am einfach nur stören. Ja. Dafür ist der René gut, der stört gerne. Ich lasse die immer lieber arbeiten erstmal. Genau, die beiden. Ah, guck mal. So, ja. Komm, wir tauschen. Ich habe jetzt das und du hast jetzt das. Okay. So, guck mal, da hat man jetzt die da. Herrlich. Herrlich. Guck mal, Schatz, macht das sich auch einfach. Jetzt weiß ich nicht, wo ich reingucken soll. Wir können ja mal abwechselnd machen. Okay. So. Oh, meine Haare. Und so, erzähl mal. Und wie gefällt es dir jetzt hier auf der Messe? Mega. Mega? Ja, also bis jetzt ist das echt toll. Viele Leute getroffen. Mhm. Und du hast ja selber auch mitgemacht beim Biotop-Contest. Ja, da gehen wir auf jeden Fall nachher mal hoch und gucken uns das mal an. Habe ich voll Bock drauf. Ja, muss uns gleich mal zeigen. Ist eigentlich ganz gut geworden. Gestern sah es etwas chaotisch aus, aber... Ja, das stimmt. Aber heute die Leute... Aufgeklärt. Ich bin gespannt. Du hast das ja noch von außen dekoriert. Ja, da haben die anderen das Kotzen bekommen. Weil das ist unfair. Disqualifiziert, haben sie gesagt. Aber ja, bin ich denke, mal gespannt. Ich auch, dass ich nicht disqualifiziert werde. Und sonst habe ich noch nicht viel gesehen. Nee, aber du hast ja auch hier mit aufgeholfen, mit aufgebaut. Ne? Was? Geholfen mit aufzubauen. Du bist Deutschlehrerin, oder? Ja, aber ich habe schon so viel gequatscht heute. Also du hast geholfen mit
Welt aufzubauen. Genau, bei ARK, eine super Firma, Leute, ARK. Und Tropical, mega. Ja, soll irgendwo gut sein, habe ich gehört. Ja, so. Ja, die können wir euch auch nochmal besuchen gehen. Hier den Kevin und den Michael. Können wir mal gucken gehen. Sollen wir mal gucken gehen? Komm, einfach mal gucken. Wir gehen mal gucken. Wir gehen mal gucken. Komm. Lauf mal an ihm vorbei jetzt. Genau, lauf an ihm vorbei. Jetzt muss ich mal gucken, wieder, wo ich die... Der will nicht. So. Nein, der Kundengespräch ist klar, dass er da nicht kann. Natürlich. So. Volles Haus hier, guck mal hier, die beiden. Der eine von Tropical und der andere von Fischfutterprofi, Thorsten und Michael. Hallo. Und hier Tag. Judge. Hallo, guten Tag. Mega. So, komm, was ist dein Highlight, Michael, hier? Mein Highlight ist hier mein Kollege. Das ist absolutes Highlight. Okay, warum? Mein Highlight geht nicht. Weil ihr euch ein Zimmer teilt? Wir teilen uns wir teilen uns das Essen, das Bier, ja. Den Kaffee. Mega. Orangensaft auch. Ja. Nicht schlecht, also ein eingespieltes Team. Scheiße, bitte. Ich muss ja so laufen. Hast du ihn drauf? Hast du ihn drauf? Seitlich? Ja, wir haben alles drauf. Wir sind jetzt hier bei Michael bei Tropical auf dem Stand. Mit Video die zweite. Und der Michael, der wollte uns mal seine neuesten Highlights zeigen von Tropical. Dann zeig mal. Also wir haben ganz neu dabei, oder das heißt ganz neu, gibt es schon seit der Interzoo Insektenmenü in Granulat und in Flockenform. Ist ein ganz tolles Futter, gibt es in XXS, gibt es in L, gibt es als Glocke. Wie gesagt, ist jetzt nicht nur eine Insekt drin, sondern es sind verschiedene Insekten gemischt, so dass man auch eine gute Abwechslung hat und Protein von mehreren Insekten hat. Ja. Wir haben eine sehr große Produktpalette. Von Axolotl bis Arowana, Rochenfutter, Knoblauchfutter, Diskusfutter, was auch immer. Weil die sind ja echt super, oder? Weil die sind immer am Lachen. Ist der einzige also Fisch, der immer lacht. Ne? Fisch, das ist doch kein Fisch. Ich finde die ja so knuffig. Hast du einen? Nein. Noch nicht? Nein. Und es wächst ja alles nach. Einen? Weiß ich noch nicht. Nicht geplant tatsächlich. Hast du einen? Wohin? Nein. Wohin damit? Ich habe eine Dose Sorte. Willst du einen haben? Ein Axolotl? Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, meine Tochter würde sagen, oh ja, unbedingt. Unbedingt. Nicht nur ein. Tendenz geht da zum zweiten Axolotl. Ja. Also die gibt es ja wirklich für alle Fische und die, die nicht lesen können, dann einfach Bilder gucken. Bilder, ja? Genau. Die gehen dann in den Laden und sagen, ich habe den Fisch, ich weiß zwar nicht, wie er heißt, aber den, aber den hätte ich gerne. Mega. Auch hier. Das sind doch hier... Das sind die Tiefseeflunder, deswegen sind die so flach. Ah, okay. Schwarze Seite, das sind natürlich Diskusfische, Diskuskegel. Und hier, guck mal hier, das ist eigentlich was für Sarah. Hier. Hast du schon mal Spirulina-Flocken ausprobiert von Tropical? Nein. Ne? Mit Spirulina. Findest du denn Spirulina? Also das ist die Spirulina, die auch in der Humanmedizin hergenommen wird. Und nicht die Spirulina Maxima, wie es andere Hersteller hernehmen. Also das ist wirklich die hochwertigste, sauberste Spirulina. Lebensmittelqualität. Wir könnten das alle selber essen. Wäre gut für unsere Darmflora. Also absolut top. Aber vielleicht möchtet ihr das ja mal ausprobieren. Jetzt gleich hier am Stand? Nee, aber vielleicht würdet ihr ja mal eine Dose mal mitnehmen für zu Hause. Wir können ihr eine Dose mitgeben. Ja, oder? Also das finde ich ja mal nett dazu, oder? Das wäre doch mal nett. Ja. Sehr nett. Ja, guck mal hier, dann gib mir doch einfach mal die Dose. Guck mal, und dann sagen wir mal vielen Dank. Dankeschön. So, guck mal. Siehst du, so wird man gut behandelt bei Tropical. Genau. Nee, das ist echt eine Marke. So, guck mal, dann haben wir hier... Wir haben hier Tabletten zum Beispiel. Aber Elwild hat ja keine. Ist ja egal. Das interessiert sie vielleicht trotzdem. Genau, die habe ich, die nutze ich zum Beispiel. Da kann ich euch auch nochmal ein Reel zeigen, Leute. Für meine großen Welse. Mega. Weil bei dem Futter das Ding runter und dann zerfällt das so ein bisschen. Und dann ist das wunderbar für die Fische, auch für große L-Welse und Hanig-Welse. Hier Rochenfutter, total auf Fleischbasis. Ne, für die ganzen Fleischfresser, Raubwelse etc. Also wir gehen halt wirklich in die Tiefe, nicht so wie andere Hersteller, dass wir sagen, so, wir haben jetzt ein Futter für Guppies und fertig, sondern wir gehen halt in die Tiefe rein, sagen, was gibt es für Fische, was haben die für Ansprüche, was ist bei denen im See zum Beispiel los, bei den Malawis. Wir haben spezielles Futter für die Mimbuna-Aniase-Geschichten, weil die halt einfach ganz andere Ansprüche haben, Probleme mit der Verdauung haben und da gehen wir halt wirklich in die Tiefe rein und sagen, wir wollen das Problem finden, das Problem lösen, wo die Leute haben, dass einfach wieder eine gute Qualität da ist, gute Qualität von den Fischfarben her und das Entscheidende ist wirklich auch, dass man abwechslungsreich füttert. Wir wollen auch nicht jeden Tag einen Schnitzel, also uns ist auch lieber, wenn wir mal heute ein Schweinefleisch kriegen, morgen ein Schnitzel, dann keine Ahnung, mal einen Salat. Das ist nämlich eine gute Überleitung, weil
ich weiß, dass Tropicat super, super gutes Grillfutter macht für Seewasser. Aha. Sollen wir das mal zeigen lassen? Komm, wir lassen uns das mal zeigen. Das Grillfutter. Steht, glaub ich, da, ja, das ist mega. Das ist richtig gut. Guck mal hier. Das ist Flocke, Grill. Da kocht dein Wasser, wenn du das reinschüttest. Was kocht. Macht? Das kocht. Weil die Fische das dann... Wollen die Meerwasserfische unbedingt. Unbedingt wollen die das. Unbedingt wollen die das. So, ja, okay. Das sollst du auch mal testen. Ja, also das ist wirklich gut. Ja, okay. Ja. Und dann danke. Verpasst du es und dann machen wir mal gemeinsam bei dir mal ein schönes Spieler drüber. Ja, kannst du machen. Komm vorbei, weißt du ja. Ich weiß, wo du wohnst. Ja. Leider, ich habe es rausgekriegt. Bist du, komm, wir haben ja auch schon Reels bei mir zu Hause. Ja, weiß ich. Mega. Ja, so ein ganz komisches war das. Ja, so mit Salz. Ja, mehr Salz. Ja, so mit Salz. Mit Riechen und so. Ja, schön. Aber ja. Bist du denn zufrieden von der Messe? Die Messe ist gut. Also wir sind zufrieden. Die Messe ist auch besser wie letztes Jahr. Gut, liegt natürlich auch daran, dass das für Championat solche Geschichten sind. Aber es war gestern schon gut besucht, ist heute gut besucht und ich hoffe, dass morgen auch noch so ein Kracher wird. Morgen wird bestimmt nochmal voll. Aquaristik ist nicht am Sterben, ist ein tolles Hobby und man kann wirklich hier auch mittlerweile viel mit Handys machen etc. Also es ist nicht mehr so das altgebackene Opa-Hobby, sondern es gibt wirklich auch Hightech-Kameras. Genau, alles Mögliche. Ich versuche ja auch immer für Nachwuchs zu sorgen. Ich bin Lehrerin und habe eine Aquaristik-AG und schon einige Projekte mit Kindern gemacht. Unter anderem ja auch mit dem René das letzte, der war ja auch mit dabei. Das letzte, ja. Ja. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Freunde. Hat sie gerade gesagt, auch mit René das letzte. Ja. So, wir gehen jetzt auch mal weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Vielen Dank, auf jeden Fall. Vielen Dank. Viel Spaß. Ich bin mit mehr. Wir haben doch bestimmt noch hier noch so eine geile. Oh, da lacht nicht nur die Sonne, da lacht auch das Herz. Oh, danke schön, mega. Huch, meine Haare. Ja, vielen Dank. Jetzt dein Mikro wieder. Ja, danke. Bis später. Tschüss. Vielen Dank. Danke auch. Fürs nette Gespräch. Das kann sein. Eigentlich müssen wir das so halten, oder? So. Ja, also es ist verrückt. Also ich komme ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Ja, eigentlich müssen wir tauschen. Ich weiß an welche Kamera ich gucke. So. Nee, weil das ist ja behind the scene. Ja. Und das hier ist ja so professionell. Ach so. Weil ich mache das eher so ein bisschen low-budget-mäßig. Ja. So mit so einem Handy und so einem, und nicht so ein Profi-Ding. Das kostet bestimmt so viel Geld. Ja. Aber du bist ja Beamtin und da verdient man ja auch viel Geld. Naja. Ne? Ist das nicht mehr so? Naja. Über Geld spricht man nicht. Man hat es, ne? Das ist Kevin. Hi. Hallo. Von AK. Ich weiß, ich kenne Kevin. Sarah. Wir haben uns auch schon des Öfteren mal irgendwo gesehen. Ja. Auf diversen das ist Veranstaltungen. René, falls ihr das nicht wisst. Genau, das ist René. Ja, also auch hier. Wer macht mich heute fertig? Ist das heute anders als sonst? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, ne? Warte mal, ich muss das mal halten. Nee, hier. Es ist wie gewohnt. Das ist wie gewohnt. Das ist der ganz normale Wahnsinn. So, guck mal, jetzt haben wir das so. Jetzt halt einfach mal beide. Ja. Dann haben wir's. Wir haben's. So. Wenn ich beide halte. Dann sag mir mal dein Messe-Highlight hier. Was hast du denn Neues? Neues? Also ich meine, gut, jetzt ist es auch schon ein paar Monate wieder auf dem Markt. Stell dich mal ein bisschen andersrum, damit er andersrum. Sich auch filmen kann. Genau, andersrum. Sonst haben wir ist jetzt auch wieder schon ein bisschen auf dem Markt. Wir haben einerseits für Better und auch für Garnelen haben wir spezielle Pflegemittel und Wasseraufbereiter. Ne. Die einfach auf die Bedürfnisse. Ne. Garnelen? Davon, richtig. Ich kenne da jemanden, die hat Garnelen. Kennst du die? Ja, Zufälle gibt's. Zufälle gibt's, oder? Zufälle gibt's. Und ich wusste ja, und ich wusste natürlich, dass es ein neues Produkt gibt. Und ich weiß natürlich auch, wer Garnelen hat, Leute. Und der Kevin ist so eine coole Socke. Ich glaube, der Kevin möchte, dass du das probierst. Oder, Kevin? Kannst du gerne testen. Dankeschön. Kannst du sehr gerne testen. Oder? Guck mal, dann testen wir doch das hier und das rote doch dann auch noch da. Genau, das ist einmal ja Wasseraufbereiter und das ist Garnelenpflege. Genau, richtig. Das sind dann das die Wellness. Zwei verschiedenen. Dann erklär uns doch mal, wo der Unterschied ist. Komm. Ja, wie gesagt, steht ja schon relativ plakativ drauf. Das eine ist ein Wasseraufbereiter, der aber einfach von den Anforderungen her, sage ich mal, wirklich speziell einfach auf Garnelen abgestimmt ist. Und hier bin ich wirklich in ein Pflegepräparat. Das heißt, dort habe ich Stoffe drin, die meine Garnelen brauchen für ein gesundes Wachstum und auch einfach, um Nährstoffe vernünftig zu verarbeiten. Okay. Also einmal Wasseraufbereiter, einmal Tierwohl. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mega. Fall. Okay. Habe ich auf der Interzoo ja auch schon. Richtig. Genau, Video ganz drin. Neu. Richtig. Genau. Damals zur Interzoo haben wir es vorgestellt, damals war es neu.
Ansonsten ein Bactoshot habt ihr, glaube ich, aber Bactoshot auch schon mal. Super. Habe ich Ob benutzt für mein Biotop. Ach, jetzt sieht man deinen Rücken. Oh, jetzt sieht man meinen Rücken. Ja, guck mal, so. Hier. Kann ich nur empfehlen, hier. Bactoshot von AK. Schon mal gesehen? Habe ich auch gesehen auf der Messe, ja. Echt? Bist du da auch ein Testen? Ja, guck mal, natürlich. Aber die hat große Becken. Die braucht eher zwei. Ja, nein. Du hast große Becken. Ich mache solche Produkte eigentlich gar nicht in meinem Becken im Moment. Wir machen Nährstoffversorgung über Korallen und Fische. Was hast du denn dazu? Okay. Oh. Ja, was sagst du denn? Ja, ist so, was soll ich sagen? So mache ich das. Ja. So machst du das? Ja, so mache ich das. Ja, was sagst du denn dazu? Kein Verkaufsargument. Nein. Ja, aber ist auch okay. Ja. Wenn man sagt, okay, man macht das so, ist das super. Pass auf, ist, ja, dann, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber Garnelen ist super. Aber Garnelen, wir haben da immer noch mit dir was. Wie gesagt, beim Bactoshot geht es im Endeffekt ja wirklich nur darum, du hast einerseits ein Filtermaterial drin, was jetzt auch nicht schädlich ist oder sonst irgendwas ist. Also hier, ähnlich wie jetzt Zeolithpulver zum Beispiel, wenn ich das so sehe. Die Vorteile vom Zeolithpulver, glaube ich, sind bekannt. Ja. Und dann halt einfach noch spezielle Bakterienkulturen, die mein Aquarium einfach eine gewisse Stabilität geben, was Abbau von Schadstoffen angeht. Das ist alles. Darum geht es im Endeffekt. Ja, ja. Was, genau. Aber was für zum Produkte Beispiel mal, so würde mich mal interessieren. Da, wo Süßwasser steht. Das, was Süßwasser steht. Und da aber Salz hat natürlich drauf. Ja, es ist ja beides drauf. Es ist ja beides drauf. Du hast ja auch Pflanzen, ne? Also das ist ja, du hast da halt die Hälfte ist Süßwasser, die Hälfte ist Meerwasser, weil das Produkt für beides ist. Ach, man kann das also alle Produkte, die im blauen Design sind, sind für Süßwasser und Meerwasser. Ach, mega. Alles, was grün ist, ist Meerwasser, Süßwasser und alles, was rot ist dann entsprechend Meerwasser. Mhm. Ach Leute, das ist super. Wusstet ihr das? Und das ist der Gedanke dahinter. Ach, das ist ja super. Ja, ich bin nach wie vor voll der Fan von eurer Osmoseanlage. Das ist doch schön. Top, die ist das immer ist noch schön. In Betrieb und genauso wie der Mischbettharzfilter. Ja. Haben wir hier oben auch einmal. Genau, also damit schafft man optimale Voraussetzungen fürs Meerwasser oder auch für meine Caridina-Garnelen. Also kannst du das Ding nur weiterempfehlen hier? Ja, auf jeden Fall. Super. Mhm. Ja, klasse. Da haben wir auch das passende Mischbettharz dafür. Ne? Okay, mega. Und kennst du scheinbar schon aus damit? Ja, ja klar, brauchst du ja. Also für Meerwasser musst du unbedingt noch den Mischbettharzfilter dahinter schalten. Ne? Genau. Sonst filtert es halt nicht genug raus. Und gerade was Silikate und so weiter angeht. Ja, eben. Und bei mir ist gerade tatsächlich nämlich wieder, ich habe eine ICP, eine neue. Und da ist Silikat auch erhöht. Ich muss auf jeden Fall jetzt wieder Mischbettharz tauschen. Genau. Also du musst ein Harz tauschen. Du musst dann, das ist so ein, ja, das packst du da rein und irgendwann ist das auch gesättigt, dann musst du es wechseln. Ne? Aber du hast es noch nicht getestet, doch. Und bist damit sehr zufrieden. Doch, ich habe ja damals, als ich den bekommen habe, habe ich auch Mischbettharz dazu bekommen. Mega. Ja. Habe ich getestet. Und das muss jetzt neu gemacht werden, hast du gesagt. Ne? Ja. Das muss jetzt neu gemacht werden. Leute, das muss jetzt neu gemacht werden. Ja, aber es. Einmal neu. Genau. Ja, sieht man immer in der ICP. Ja? Ja. Dann ist der Wert erhöht. Auf deinen Kanal. Dann guck mal rein. Wie heißt der Kanal? Sarah Faris Schrimps. Kann ich euch echt nur empfehlen. Guckt da mal rein. Und hinterlasst ein Like und ein Follow. Genau. Und ein Abo. Und ein Abo. Bei YouTube. Follow bei Instagram. Okay. Wo habt ihr denn eure Trinkanlage? Die neuen Osmoseanlagen, die sind noch nicht auf dem Markt. Habt ihr noch? Also die 3800 ist jetzt die nächste, die kommt. Ja. Das ist im Endeffekt die große Variante von der hier. Vom Aufbau, vom optischen her ist sie sehr, sehr identisch. Das heißt, es ist im Endeffekt eine stärkere Pumpe verbaut und auch die Kartuschen sind entsprechend modifiziert. Sind auch von der Länge her nochmal etwas größer. Also ich würde mal sagen, die gehen ungefähr bis hierher. Die kommt jetzt in den nächsten Wochen. Und danach kommen die 400er noch und danach kommen die mit Heißwasser. Naja, das ist dann die letzte. Cool. Das ist dann die letzte in der ganzen. Ich habe das ja schon auf der Interzoo gesehen. Warst du nicht auch? Ja, klar. Ja, dann hast du die doch bestimmt auch gesehen. Ja, klar. Ja. Die sind natürlich auch echt cool. Auch gesehen, die neue CO2-Anlage habe ich schon gesehen. Da freue ich mich mega drauf. Ja. Ich bin mit einer der ersten, die testen wird. Leute. Also bleibt dran. Also lass doch mal hier Follow da. Lass mal Follow hier. Genau. Nee, super. Ja, dann sagen wir vielen Dank. Ja, gerne doch.